Wirt 2, das Carmen Wirt Forum, der aktuelle Star der deutschen Museumsszene. Viel Spaß! Il Museo Fantastico in Germania. Buon divertimento. Willkommen im Grand Sud. Hallo ihr Lieben, Künzelsau, wo habe ich vorher noch nie gehört. Irgendwo in der Mitte von Deutschland gelegen zwischen Würzburg und grob Heidelberg. Es war ein Tipp von einem Bekannten von mir, schau doch mal bei Würth vorbei. Dass der ein Museum hat, wusste ich aber, dass Würth 2, das letztes Jahr eröffnet worden ist, das war mir kein Begriff. Und so habe ich mich, da ich eh auf dem Weg nach Hamburg bin, habe ich mich gestern Abend in den Wagen geworfen, bin dann kurz über die Alpen gerutscht, war eine anstrengende Nacht, es hat ab Mailand hat es in Strömen gegossen. Jetzt hier klart es ein bisschen auf und das ist auch richtig so, weil wir ein paar schöne Außenaufnahmen auch machen wollen. Und dann schauen wir mal bei Würth 2 rein, ob es wirklich so toll ist, wie mein Bekannter Kurt gesagt hat. Ich bin selbst gespannt, weil neue Ausstellungen finde ich immer faszinierend. Und dann schauen wir mal und dann werden wir uns ja ein Urteil erlauben können. Also, bis gleich und schöne Bilder. Ciao amici! Un amico e vicino tedesco in Italia ci ha detto che bisogna vedere il Museo Würth 2 aperto nel 2020 vicino a Stoccarda. Ed eccoci! Qui, in una delle collezioni privati più grandi della Germania, si trovano gli artisti più famosi dell'arte moderna e contemporanea, da Picasso a Baselitz, Warhol e così via, tutto qui. Andiamo a dare un'occhiata. Buon divertimento! Notevole e affascinante, il giardino delle sculture, con tra altri una nana di Nikita Safal, famosa per le sue sculture da vedere anche nel museo Il Giardino di Tarocco nella Maremma in Toscana. Das Forum mit den Tagungsmöglichkeiten und der weitläufige Ausstellungsbereich des Museums bilden räumlich eine Einheit. Mit wirklich großzügigen Flächen für die Kunst, aber auch den an moderner Kunst Interessierten. Beeindruckend, der in Würth rot gehaltene riesige Kongresssaal. Wie entspannt muss das Verhältnis zur Kunst sein, wenn eine Skulptur von Balkenhol und ein Bild von Uecker die Kaffeeecke bereichern? Il fondatore e imprenditore Reinhold Würth non ha solo portato la sua azienda al leader di mercato, ma ha colletto più di 18.000 opere d'arte, sia pitture che sculture, sugli aspetti dell'astrazione, paesaggi e metamorfosi della figura. Si trovano tutti classici e preziosi. Thank you.
Bellissimo! L'arte moderna, per me affascinante, in parte anche inquietante, esigente, qualche volta la trovo anche brutta, ma mai noiosa. Spero che vi siete divertiti e, come sempre, fate l'abbonamento. Ciao ciao, alla prossima! Ja, ich kann nicht so laut sprechen, weil ich hier im Foyer sitze, hier kriegt man ein Stück Kuchen und einen Schluck Kaffee. Hinter mir das Bild, ich schenke dir meinen Himmel. Ich muss sagen, ich bin total geflasht und das bin ich selten, wenn ich Museen besuche. Ich habe sowas noch nicht so komprimiert gesehen, und zwar nationale und internationale Künstler des 21. Jahrhunderts. Und des 20. Jahrhunderts, das ist Wahnsinn. Ich habe ja eine Auswahl zusammengestellt, oder ich werde eine Auswahl zusammenstellen für euch, wobei das wird wahnsinnig schwer, da zu sagen, den nehme ich mit rein, die nehme ich nicht mit rein. Ich weiß noch nicht, wie ich das anstelle, sonst wird es ja auch nach 7-8 Minuten ein bisschen langweilig, aber es ist Wahnsinn, Wahnsinn. Und am Ende der Ausstellung Rhabarber-Streuselkuchen für schlappe 3 Euro, habe ich auch noch nie erlebt. Zahlt man im Peggy Guggenheim Museum in Venedig das Doppelte. Es ist der Tipp in Deutschland. Danke Kurt, nochmals vielen Dank. Künzelsau war mir vorher überhaupt kein Begriff, Würth natürlich, aber dieses Würth 2 Museum, das ist wirklich der Hammer, also empfehlenswert, absoluter Tipp, wenn ihr Richtung Süden fahrt oder in der Nähe von Künzelsau seid, irgendwo zwischen Würzburg und Heidelberg gelegen, schaut rein, das Ganze auch noch eintrittsfrei, hier ist nichts los, absolut nichts los, ich war am Anfang der Einzige, es ist hier noch ein Ehepaar, ein Rentner sitzt da vorne, also es ist schon irre. Ich freue mich, wenn euch die Bilder gefallen. Ich werde versuchen, eine kleine, schlanke Auswahl zu treffen, damit es nicht arg so fad wird. Und wir sehen uns das nächste Mal noch weiter im Norden. Die Reise geht übers Ruhrgebiet nach Hamburg und da werden wir mal schauen, was da für einzigartige Orte uns anspringen. Und natürlich, dann gibt es ein kleines Video dazu. Ich wünsche euch schöne Bilder, ein bisschen Spaß dabei und wie immer sage ich an dieser Stelle ciao, ciao, ciao. Und diesmal winke ich nicht, sondern diesmal esse ich ein total leckeres Stück Rhabarberkuchen. Ciao, ciao.